einen anderen wichtigen Faktor in dieses Konstrukt ist das, was ich benenne, die Firma des Präsidenten. Das ist der Carlyle Group, wurde in 87 mit 5 Millionen Dollar Aktienkapital gegründet und in 2012 reden wir über 193 Billionen, was ist Milliarden Dollar. Ne? Jeder, der nur ein ganz bisschen über Wirtschaft und Wachstum weiß, sieht, dies ist keines organisches Wachstum. Das ist ein bisschen weit davon entfernt. Und ist es auch nicht, war es nicht, war es nie, ist es nicht der Gedanke. Diese Firma wurde in den 80er Jahren gegründet, in den 90er Jahren haben sie fast die ganze, ich übertreibe ein bisschen, eine Mehrheit der amerikanischen Kriegsindustrie übernommen, zu einer Zeit, wo die Aktien sowieso unten im Keller war, weil wir dachten, jetzt kommt der Frieden. Die Mauer war runtergefallen, 92, Feindbild nicht mehr da, jetzt geht die Welt los. Und deswegen wollte keiner in Kriegsgeschäfte investieren, deswegen waren die Aktien kurz und ganz niedrig und sie wurden dann von der Carlyle Group Schritt für Schritt übernommen. Sie wurde sehr schnell der zehntgrößte Lieferant an Pentagon insgesamt. In dieser Firma werden ehemalige Präsidenten angestellt, ehemalige Bundesbankdirektoren, ehemalige Verteidigungsminister, ehemalige, brauche ich mehr zu sagen, alle diese Menschen, die durch ihre politische Tätigkeit Kriege ausgelöst haben, werden in der Carlyle Group dafür nachher belohnt. Und Wayne Madsen, ein anderer freier Journalist, der sagt, da kommt wieder der Name Bush, der sagt, Carlyle braucht der alte Bush, um Türen zu öffnen zu alle möglichen Königreichen und Konsulaten und was weiß ich, mit denen er schon sehr gut vernetzt war. Und Bush braucht Carlyle Group, damit immer wieder ein Haufen Geld reinkommt und dann geht die Maschine weiter. Man könnte über jedes eigentlich eine ganze Stunde reden, aber das ist nicht meine Absicht. Also geh mal bitte im Netz und schauen Sie das mal an. Dieselbe Personenkreise, die mit dem amerikanischen militärischen industriellen Komplex verbunden sind, die mit dieser Bankgeschäfte und Dollar für Öl und Goldstandard verlassen verbunden sind, haben dann in 97 diese Think Tank New American Century gegründet. In 2000 haben diese Menschen einen Report gemacht, Rebuilding America's Defenses. Es ging darum, wörtlich steht drin, wie können wir die Rolle der USA als Weltleiter wieder einführen. Und jede Waffensysteme, die wir jetzt heute sehen, die Drohnen, das Ganze, ist in diesem Report beschrieben. Da Schritt für Schritt schreibt man, wie werden wir da Wachstum erreichen, wie viele Einheiten können wir produzieren, wie, das ist alles durchgerechnet. Und dann steht drin, diese Entwicklung kommt, also keine Bange, es wird schnell gehen, wenn wir einen neuen Pearl Harbor erleben würden. Zitat Ende. Es steht genau da, ein Beispiel über das Thema eigentlich Medienkompetenz. Dieser Report wurde wie so viele andere Sachen von guten Journalisten in 2002, diesmal Sunday Herald, veröffentlicht und erstmal eine Skandale und dann hat sich irgendwie geregelt und man redet nicht mehr darüber. Aber es kam raus. Und Sunday Herald hat damals das ganze Projekt da als ein Global Pax Americana genannt, also ein globalen, also erinnert mich an das Römerreich irgendwie. Und Fakt ist, es hat eigentlich gar nichts mit dem 11.9. zu tun, aber zufälligerweise, ein Monat danach, war der ehemalige
NATO-Oberstbefehlende, General Wesley Clark, da zum Besuch im Pentagon. Der hat Monate davor seine Stellung verlassen und er wollte seine ehemalige Angestellte grüßen. Und dann hat ihn seine eine ehemalige Angestellte hat ihn da gerufen und gesagt, komm mal her, es ist total die Hölle. Na, was ist denn los, sagt er. Ja, jetzt wollen Sie, und damit Top Command, jetzt wollen Sie 7 Länder in den nächsten 5 Jahren zerstören. Und er hat dem General da gesagt, es geht um Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran. Da gab es einen fertigen Plan, wie wir diese Länder in den nächsten 5 Jahren, wie er sagt, take out. We are going to take out 7 countries in 5 years. Das bedeutet nicht notwendigerweise, wir werden eine Invasion machen oder sonst was. Das bedeutet, wir werden dafür sorgen, dass diese Länder auf dem Spiel gebracht werden. Wir werden dafür sorgen, dass sie ihre Operationsfähigkeit verlieren. Und er ist nicht, wer auch immer, der war doch ehemalige Supreme Commander, also Oberstbefehlende für die NATO-Stürken in Jugoslawien. Also bis zu diesem Punkt war er auf jeden Fall unter den akzeptierten Guten. Und jetzt ist er älter geworden und klüger. Das kommt mit der Zeit, denke ich. Die 5 Länder, die er da, 7 Länder, die er da nennt, das sind komischerweise genau die 7 Länder, die uns in den letzten 15 Jahren sehr viele Flüchtlinge gebracht hat, wo sehr viele Terrorergebnisse gibt, wo sehr viel Unruhe gibt. Das ist ich will gar nicht das Wort verwenden. Ich sage nur, die 7 Länder, die in 2001 als Ziel für Takeover oder Zerstörung von den USA ausgepegt wurde, das sind die 7 Länder, die uns heute Flüchtlingewellen geben. Und dann noch dazu Afghanistan. Und Gott sei Dank bin ich kein Wirtschaftler, weil ich würde sowas gar nicht nie verstehen. Aber ich kann rein grafisch davon sehen, dass die USA verwendet 57% ihr Nationalhaushalt auf Kriegskosten. Da dürfen wir ein bisschen so erstmal schlucken. 57% von der Nationalhaushalt wird in Kriegsgeschäfte eingebracht. Und das greift so tief in der amerikanischen Gesellschaft rein, dass dieses Land ist schon längst von Krieg 100% abhängig ist.